Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt 3 Tage lang, und das war ja wirklich am Marathon, gemeinsam um ein gutes Wahlprogramm gerungen. Wir haben diskutiert, wir haben an einigen Stellen auch gestritten. Einige Punkte sind auch noch offen, aber ich denke, wir werden das zu einem guten Abschluss bringen. Aber entscheidend ist, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir dann alle gemeinsam für ein super Wahlergebnis für die Linke kämpfen, mit Leidenschaft und mit Engagement. Und da brauche ich eure Unterstützung, da freue ich mich auf den Wahlkampf. Und die wichtigste Voraussetzung für ein gutes Wahlergebnis ist, dass wir alle davon überzeugt sind, jawohl, die Linke kann die Politik in diesem Lande aufmischen. Wir sind noch für Überraschungen gut und wir kämpfen darum, dass dieses Wahlergebnis überraschend gut wird, weil dieses Land hat es nötig. Und ich meine, dass Wahlen nicht immer so ausgehen müssen, wie die Herrschenden sich das ausrechnen, das hat man ja jetzt gerade in Großbritannien gesehen. Corbyn ist von einer fast aussichtslosen Position gestartet. Am Ende hat er einen grandiosen Wahlerfolg erzielt. Und Corbyn zeigt natürlich auch, Wahlen gewinnt man nicht, wenn man dem Mainstream hinterherläuft. Wahlen gewinnt man auch nicht, wenn man sich von anderen Parteien oder von den Medien sagen lässt, was vorwärtsgewandt und modern und was rückwärtsgewandt ist. Sondern Wahlen gewinnt man, wenn man klare Positionen hat. Und Wahlen gewinnt man vor allem, wenn man etwas verkörpert, was in der heutigen Politik selten geworden ist, nämlich Glaubwürdigkeit. Und wir sind glaubwürdig als Linke, weil wir stehen zu unseren Forderungen. Und ich meine, neben Corbyn hat natürlich auch Jean-Luc Mélenchon in Frankreich gezeigt, wie man Wahlen gewinnen kann, wie man vor allem auch junge Menschen begeistern kann. Das Ergebnis in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl mit fast 20%, das war ein großartiges Ergebnis. Und deswegen sage ich auch von hier und von diesem Parteitag, heute sind die Wahlen, der erste Wahlgang in Frankreich zur Nationalversammlung. Wir wünschen der französischen Linken, wir wünschen Jean-Luc Mélenchon ein super Wahlergebnis, gerade auch bei diesem schwierigen Wahlsystem, das sie dort haben. Nun ist ja ganz viel immer diskutiert worden. Fast alle Berichte über diesen Parteitag waren bestimmt, will die Linke jetzt koalieren, will sie nicht koalieren. Also ich sage ganz klar, ja, wir wollen die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändern. Ja, wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen. Ja, wir wollen die verdammten Agenda-Gesetze, die Beschäftigten wehrlos machen gegenüber den Lohndrückern, die wollen wir zurücknehmen. Und wir wollen abrüsten. Wir wollen die deutschen Kriegsabenteuer beenden. Wir wollen unsere Soldaten nach Hause zurückholen. Das wollen wir alles. Und wenn wir dafür Partner haben, dann wollen wir auch regieren. Das ist doch völlig klar. Das ist doch unsere Position. Aber genauso klar, und auch da sind wir uns doch alle einig, genauso klar ist doch, was wir nicht wollen. Und genauso klar ist doch auch, wofür wir nicht zur Verfügung stehen. Nämlich dafür, die schon beträchtliche Vielfalt an Koalitionsoptionen, mit denen man neoliberale Politik machen kann. Und das reicht ja heute von Schwarz-Gelb über Große Koalition, über Jamaika bis hin dann auch zu SPD-Grünen-Koalition. Die hatten wir alle schon. Die haben alle neoliberale Politik gemacht. Was wir nicht wollen und was wir nicht machen werden, ist diese Vielfalt von Koalitionsoptionen, um eine weitere Variante zu bereichern, die sich dann Rot-Rot-Grün nennt. Aber im Kern genau das Gleiche macht wie alle vorher. Das machen wir nicht mit. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Dafür ist die Linke nicht gegründet worden. Und dann sagen wir auch deutlich, na klar, sagen wir deutlich, dann ist gute Opposition immer noch besser als schlechte Regierungspolitik. Denn schlechte Regierungspolitik, die hat dieses Land, weiß Gott, genug gehabt in den letzten Jahren.
Ich meine, was schlechte Regierungspolitik bedeutet, das haben wir doch erlebt in all den Jahren in Deutschland, wo die Ungleichheit immer größer gemacht wurde, wo der Niedriglohnsektor ermöglicht wurde von politischen Entscheidungen. Und das Ergebnis, das haben wir heute. Heute arbeitet jeder Fünfte in Deutschland im Niedriglohnsektor. 6,5 Millionen Menschen sind dauerhaft im Hartz-IV-System gefangen. 2,7 Millionen Rentner sind von Armut bedroht. Das ist die Realität in diesem Deutschland. Und da reden einige allen Ernstes davon, ob soziale Gerechtigkeit in diesem Land ein Thema ist. Natürlich ist das ein Thema. Für uns ist es ein Thema. Und wenn alle anderen davon nichts hören wollen, wir werden das im Wahlkampf zum Thema machen. Und wir werden Sie damit stellen. Ich meine, es ist doch wirklich unglaublich, was die Politik, und da waren Sie alle dran beteiligt, da war die CDU beteiligt, die FDP, die SPD, die Grünen, was die Politik in den letzten Jahren angerichtet hat. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass heute in Deutschland 40% der Bevölkerung weniger Einkommen haben real als Ende der 90er Jahre. 40%. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Und das nach Jahren, in denen die Wirtschaft gewachsen ist, in denen die Exportkonzerne vor Kraft kaum laufen können, in denen uns erzählt wurde, wir haben ein Jobwunder. Und da ist die Hälfte, fast die Hälfte der Bevölkerung schlechter gestellt. Das ist doch ein Armutszeugnis für die ganze Politik, die da gemacht wurde und für all die Parteien, die dafür verantwortlich sind. Das ist doch eine Schande. Das wollen wir nicht fortsetzen. Das müssen wir verändern. Dafür sind wir da. Und ich meine, wenn ich mir dann ansehe, 40% der Menschen geht es schlechter. Und da stellt sich diese Bundeskanzlerin, da stellt sich Frau Merkel doch allen Ernstes hin und sagt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Deutschland geht es so gut wie nie zuvor, wenn knapp die Hälfte der Bevölkerung richtig Wohlstand verloren hat. Also da kann man doch wirklich nur sagen, tja, das lässt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder Frau Merkel, für die gehört die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland. Oder aber die Frau weiß schlicht nicht, wie die Lebensrealität der Menschen in diesem Land ist. Und ich denke, egal welche von diesen Varianten zutrifft, da muss man doch ganz klar sagen, wer so sich öffentlich hinstellt, wer solche Dinge sagt, der gehört im Herbst in Rente geschickt. Der hat keine Verlängerung verdient. Diese Frau gehört abgewählt. Das darf nicht noch mal weitergehen so. Aber natürlich gehört nicht nur Merkel abgewählt. Ihre Politik gehört abgewählt. Und das ist doch gerade auch das Problem. Warum wird sie denn so wenig attackiert? Ja, weil eben die anderen mit im Boot sitzen, weil sie entweder teilweise beteiligt waren oder aber beteiligt werden wollen, so wie es bei den Grünen ist. Aber ihre Politik, das ist doch die Katastrophe. Und wir haben den Mut. Wir demaskieren die Legenden, die um sie gestrickt werden. Wir sagen ganz klar, von wegen, Frau Merkel steht nicht für Stabilität. Von wegen, Frau Merkel steht nicht für Sicherheit. Sie steht für das ganze Gegenteil. Sie ist nicht der Fels in der Brandung einer unsicheren Welt, die heute von den Trumps und anderen dominiert wird. Nein, das ist sie nicht. Ihre Bilanz ist verheerend. Wir müssen uns doch nur mal angucken, was sie real angerichtet hat. In ihren mittlerweile 12 Jahren Regierungszeit ist die soziale Unsicherheit, die Zahl prekärer Jobs, die Angst vor Altersarmut, die Angst vor sozialem Abstieg weiter gewachsen. Das heißt nicht Stabilität, sondern wachsende soziale Verunsicherung für das Leben der Menschen. Das gehört zu ihrer Bilanz. In Merkels mittlerweile 12 Jahren Regierungszeit hat sich der Staat immer weiter aus der Grundversorgung der Menschen zurückgezogen. Elementare Dinge wie Wohnen, Gesundheit, Pflege oder auch Bildung teilweise wurden privaten Renditejägern überlassen. Und der Gipfel dieser ganzen Politik, den haben wir ja vor wenigen Wochen erst im Bundestag gehabt, jetzt soll sogar auch die Autobahn zur Melkkur privater Profite werden, zur Freude von Allianz und anderen Versicherungskonzernen. Das ist keine Politik, die dieses Land stabiler macht. Das ist eine Politik, die die öffentliche Infrastruktur zerstört und die das Leben der Menschen immer mehr verunsichert.
Und ich meine, zu Merkels Regierungszeit, auch das gehört zu ihrer Bilanz, zu Merkels Regierungszeit konnte sich eine Partei der äußersten Rechten, nämlich die AfD, im Parteiensystem etablieren. Und zwar nicht nur als Randerscheinung mal in dem einen oder anderen Bundesland, sondern eben flächendeckend. Und seither haben Rassisten, Halbnazis und auch richtige Nazis in diesem Land eine parlamentarische Repräsentanz und einen Einfluss auf die öffentliche Meinung, wie das über Jahrzehnte nicht denkbar war. Und auch das, das ist doch nicht Stabilität, das ist eine Schande. Und wir wollen das verändern. Diese Partei, die muss wieder weg. Aber dafür brauchen wir auch eine andere Politik. Und ich meine, reden wir über Außenpolitik, okay? Reden wir über Außenpolitik. Was ist da unter Merkel passiert? In ihrer Regierungszeit wurde die Entspannungspolitik endgültig entsorgt. Im Verhältnis zu Russland hat sie auf eine Konfrontation umgeschwenkt, gemeinsam natürlich mit den USA und anderen NATO-Staaten, die inzwischen den Weltfrieden elementar gefährdet. Die direkte und indirekte Beteiligung Deutschlands an Kriegseinsätzen, am Bombenterror, an Drohnenmorden im Nahen und Mittleren Osten, all das hat nicht nur dort die Region massiv destabilisiert, hat Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern hat inzwischen auch Deutschland zur Zielscheibe islamistischer Terroranschläge gemacht. Das ist doch keine Politik der Stabilität, das ist eine Politik, die diese Welt immer unsicherer macht und unser Leben immer mehr gefährdet. Und deswegen sagen wir, wir wollen diese Politik nicht fortführen. Wir stehen für eine andere und darum kämpfen wir. Und gerade deshalb gibt es auch keine Trennlinie, die auf der einen Seite die Trumps dieser Welt von den Merkels, Macrons und Obamas auf der anderen Seite wirklich unterscheiden würde. Ja, Trump ist ein rüpeliger Reaktionär, das ist richtig. Aber wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass ein rüpeliger Reaktionär wie Trump amerikanischer Präsident werden konnte? Ich meine, es hat ja schon fast eine gewisse Komik, wenn in den USA jetzt allen Ernstes darüber diskutiert wird, diese Verantwortung nur auch noch Putin in die Schuhe zu schieben. Also so nach dem Motto, Putin ist sowieso für alle Übel dieser Welt zuständig, also muss er offensichtlich auch für Trump zuständig sein. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Die Wahrheit ist, nicht Putin hat Trump ins Amt gebracht, sondern die Unfähigkeit von Trumps Vorgängern, der amerikanischen Mittelschicht, den amerikanischen Industriearbeitern, den ehemaligen, eine einigermaßen sichere soziale Perspektive zu geben und natürlich auch die Unfähigkeit der Demokraten, einen halbwegs glaubwürdigen Gegenkandidaten aufzustellen in der Präsidentschaftswahl. Das sind doch die Verantwortlichkeiten, warum ein solcher Donald Trump überhaupt gewählt werden konnte. Und ich meine, das gilt doch weltweit, Dietmar hat es auch schon gesagt. Der Neoliberalismus, das ist der Vater der autoritären Reaktion, einschließlich eher neofaschistischen Ableger. Der Neoliberalismus ist verantwortlich dafür, das politische Klima immer mehr zu vergiften. Und die Konsequenzen, die sind finster. Aber gerade deswegen muss man die neoliberale Politik überwinden, wenn man diese Konsequenzen weghaben will, wenn man das überwinden will. Und ja, Jeder normale Mensch muss entsetzt sein über den Level an brutaler Menschenverachtung, der sich in vielen Hasskommentaren in den sozialen Medien bahnbricht. Aber die Wahrheit ist doch, die Brutalität im Netz ist der Spiegel einer zunehmend brutalisierten Gesellschaft. Und die Politiker, die sich über die Pöbler so gerne erheben, die sind doch mitverantwortlich dafür, dass die soziale Kälte immer eisiger wird, dass die Menschen ihre Ellenbogen immer mehr einsetzen und dass ebenso auch das politische Klima vergiftet wird. Und man muss sich schon ganz im Ernst fragen, was ist eigentlich brutaler und menschenverachtender? Jemand, der im Schutz der Facebook-Anonymität sich den Frust über sein verkorkstes Leben von der Seele pöbelt
oder ein Politiker, der mit seiner Familie im Wohlstand lebt und einer Alleinerziehenden kalt vorrechnet, dass Malen, Basteln, ab und an eine Kugel Eis nicht zum Grundbedarf eines Kindes gehören und dem deshalb im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen sind. Ich muss sagen, so widerlich ich viele Hasskommentare finde, letzteres finde ich noch kälter und zynischer. Und das ist das, was die Menschen, was das Klima zerstört. Und deswegen darf das nicht so weitergehen. Aber gerade weil der Neoliberalismus die Ungeheuer am rechten Rand gebiert, gerade deswegen, ja, brauchen wir dringend eine andere Politik. Und deswegen möchte ich es hier auch noch mal ganz deutlich sagen, damit es wirklich auch der Letzte, der hier Berichte schreibt über den Parteitag, verstanden hat. Ja, ganz klar, einen deutschen Jeremy Corbyn würde die Linke sofort zum Kanzler wählen, und zwar mit Vergnügen. Das würden wir gerne machen. Es steht nur leider nicht in unserer Macht. Es steht nur leider nicht in unserer Macht, aus Martin Schulz einen deutschen Jeremy Corbyn zu machen. Das hätte er nur selber tun können. Und man muss ja sagen, er hatte anfangs sogar die Chance. Denn was lag denn dieser unglaublichen Euphorie zugrunde, die am Anfang ausbrach, nachdem Schulz nominiert war? Das war doch die breite Sehnsucht nach einer anderen Politik. Das war doch, dass nach Jahren von Sozialabbau und Agendapolitik ganz viele Menschen plötzlich noch mal die Hoffnung hatten, die SPD würde wieder zu einer sozialdemokratischen Partei werden, die Politik für ihre eigenen Wähler und nicht für die Wirtschaftsbosse macht. Das war doch diese Hoffnung. Also das haben zum Beispiel auch die Grünen-Politikerin Antje Vollmer und der Sohn von Willy Brandt, Peter Brandt, in ihrem Artikel schön zusammengefasst. Ich zitiere das. Die Euphorie bei der Ausrufung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten war leichtfertig als lang ersehnte Übereinstimmung mit der Politik der SPD gedeutet worden. Sie war aber als Aufforderung gemeint. Viele Menschen wollten wirklich, dass es ganz anders wird. Sie wollten einen deutschen Bernie Sanders. Es geht jetzt nicht darum, wie realistisch es war, Schulz zur Projektionsfläche solcher Hoffnungen zu machen, sondern es geht darum, dass ein kleiner Funke einer solchen Hoffnung genügte, um die SPD auf einen Schlag auf über 30% zu katapultieren. Das sagt doch was aus über die Stimmung in diesem Land, wo die immer erzählen, es gäbe keine Wechselstimmung. Das war doch der Ausweis, wie intensiv die Menschen sich eine andere Politik wünschen. Das stand doch dahinter. Man muss auch sagen, das hat die angeblich so populäre Frau Merkel doch plötzlich ganz alt aussehen lassen, genauso schlagartig. Aber dann hat sich Schulz wirklich alle Mühe gegeben, auch noch dem Gutwilligsten klarzumachen, tja, dass diese Hoffnung wirklich verfehlt war. Und inzwischen muss man leider feststellen, also im Vergleich zu den Forderungen, die Schulz jetzt hier im Laufe des Frühjahrs dem geneigten Publikum häppchenweise offeriert hat, also im Vergleich dazu war ja selbst noch das SPD-Wahlprogramm von 2013 mit Steinbrück als Kanzlerkandidaten ein geradezu revolutionäres Dokument. Ich meine, da haben die sich immerhin noch getraut, zu sagen, wir wollen die Rente erst ab 67 zurücknehmen und wir wollen eine Vermögenssteuer. Nichts davon ist doch heute noch übrig. Beim Thema Rente versucht uns Schulz allen Ernstes, die Verteidigung des Ist-Zustandes und die Ablehnung weiterer Verschlechterungen als sozialpolitische Großtat zu verkaufen. Also nur zur Erinnerung, der Ist-Zustand bei der Rente ist, dass inzwischen jeder sechste Rentner von Armut bedroht ist. Und da sagen wir ganz klar als Linke, nein, wir wollen diesen Ist-Zustand nicht verfestigen. Wir wollen die Rentenkürzungen zurücknehmen. Darum geht es ja. Und man muss auch sagen, ich muss auch sagen,
Also statt sich mit einem derart mutlosen Programm zu blamieren, hätte Schulz wirklich lieber eine Studienreise nach Österreich unternehmen sollen, weil Österreich ist genau den gegenteiligen Weg gegangen. Die haben nicht auf Betrugsrenten à la Riester oder Nahles gesetzt, sondern die haben die gesetzliche Rente gestärkt. Und die haben das gemacht, wofür die Linke seit Jahren wirbt, einen großen Topf. Und alle zahlen ein, die Beschäftigten, die Selbstständigen, die Beamten, sogar die Politiker. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Durchschnittsrentner bekommt 800 Euro mehr in Österreich als in Deutschland. Das wollen wir auch hier. Dafür streiten wir. Ich meine, das Einzige, was von Schulz' groß angekündigten Agenda-Korrekturen übrig geblieben ist, ist eine kleine Korrektur bei der Anrechnung von Weiterbildungszeiten. Ein Ende der Lohndrückerei mit Leiharbeit, Fehlanzeige, eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze, Fehlanzeige, eine Erhöhung des Mindestlohns, Fehlanzeige. Und da muss man wirklich sagen, also wer an Niedriglöhnen, Rentenkürzungen und Hartz-IV nichts ändern will, der soll dann bitte auch aufhören, von sozialer Gerechtigkeit zu reden. Das ist echt Etikettenschwindel. Und ich meine, wie die SPD leider tickt, das konnte man nachlesen in einem Interview, das Herr Oppermann vor gut einem Monat der Welt gegeben hat und wo er sich über Jeremy Corbyn ausgelassen hat. Und das möchte ich schon mal zitieren, weil ich finde, das zeigt auch ein bisschen, wie da so gedacht wird. Also Herr Oppermann befindet in der Welt über Corbyn: Jeremy Corbyn hat die einst bedeutende Labour Party kampfunfähig gemacht. Labour ist völlig orientierungslos und wird bei der Wahl voraussichtlich eine katastrophale Niederlage erleiden. Corbyn ist ein Altlinker, der Europa als eine Festung des Kapitalismus betrachtet. Wenn ich mir Labour heute ansehe, alles noch Zitat Oppermann, leide ich wie ein Hund. Na, ich kann nur sagen, das kann ich mir vorstellen, dass Oppermann wie ein Hund gelitten hat, als ihm Corbyn gezeigt hat, dass man mit konsequent sozialdemokratischen Positionen Wahlen gewinnen kann. Und wir wollen es Oppermann auch zeigen. Lassen wir ihn auch leiden. Das ist doch ein gutes Ziel nebenbei. Ich meine, ab und an gibt es dann wieder Äußerungen von Martin Schulz, wo man sich auf den ersten Blick sagt, wow, das hört sich ja gut an. Also vor kurzem hat er zum Beispiel eine Rede vor den Arbeitgeberverbänden gehalten. Und da war doch wirklich der Satz drin, unter meiner Führung wird es nur eine Koalition geben, die proeuropäisch ist und die ökonomische Vernunft walten lässt. Also ich war erst mal völlig hingerissen. Proeuropäisch. Und dann noch ökonomische Vernunft, also eine klarere Absage sämtlicher Koalitionsmöglichkeiten mit Frau Merkel oder Herrn Lindner konnte man eigentlich gar nicht machen. Also das war ja wirklich beeindruckend, diese Aussage. Aber nicht nur das. Ich meine, das war auch die Aussage, im Grunde die gesamte SPD-Politik wieder völlig umzuwälzen, weil die Agenda 2010 mit ihrer Lohndrückerei und damit mit der Weichenstellung für riesige Exportüberschüsse im Grunde das antieuropäischste Gesetz ist, das wir in den letzten Jahren in Deutschland beschlossen haben. Also wenn er das ernst gemeint hätte, dann hätte das natürlich auch bedeutet, völlige Umkrempelung der SPD-Politik. Also dachte ich, Mensch, habe ich dem Schulz doch Unrecht getan. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich habe die Rede bis zu Ende gelesen. Und ja, da kommt dann folgende Passage, O-Ton Schulz: Die Kritik an unseren hohen Handelsbilanzüberschüssen halte ich für falsch. Wir müssen uns nicht dafür schämen, erfolgreich zu sein. Deshalb wird meine Antwort auf den Vorwurf des deutschen Handelsbilanzüberschusses heißen: Wir werden noch stärker werden. Also ich muss sagen, das hätte Schäuble wirklich auch nicht dümmer sagen können. Und da muss man wirklich sagen, also
Also, liebe SPD, für so eine antieuropäische Politik steht die Linke definitiv nicht als Partner zur Verfügung. Also, um das noch mal ganz klar zu machen. Also, dass Merkel jetzt wieder so oben auf ist, das liegt also nicht an fehlender Wechselstimmung. Es ist einfach die Folge davon, dass kein normaler Mensch Schulz mehr abnimmt, dass er für einen politischen Wechsel steht. Denn Politikwechsel, das heißt doch nicht Raute oder Zottelbart im Kanzleramt. Politikwechsel heißt Wiederherstellung des Sozialstaates, Abrüstung und keine neuen Kriegsabenteuer. Das heißt doch Politikwechsel. Dafür stehen wir und dafür streiten wir. Und deswegen ist es auch müßig, darüber zu streiten, ob jetzt Merkel oder Schulz unser Hauptgegner ist. Unser Hauptgegner ist die neoliberale Politik. Unser Hauptgegner ist eine Politik, die von Wirtschaftslobbyisten gesteuert wird. Unser Hauptgegner sind Politiker, die sich freuen, wenn ihnen ein Vorstandsvorsitzender auf die Schulter klopft und die sich von Konzernspenden und der Aussicht auf lukrative Aufsichtsratsmandate kaufen lassen. Das ist doch unser Hauptgegner. Und es ist doch kein Zufall, dass die zwei großen letzten Projekte der Großen Koalition, also die Betrugsrente, die sich Betriebsrente nennt, und eben die Autobahnprivatisierung, dass die einen gemeinsamen großen Profiteur haben, die Finanzwirtschaft, die Versicherungskonzerne, die regelmäßig diverse Parteien mit ihren Spenden schmieren. Und es ist auch kein Zufall, dass die Rüstungslobbyisten inzwischen eben nicht nur CDU, CSU und FDP, sondern auch SPD und inzwischen sogar den Grünen regelmäßig ihre Schecks rüberreichen. Und ich finde, da können wir wirklich stolz sein. Die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die noch nie einen müden Euro von irgendeinem Rüstungskonzern oder von der Deutschen Bank bekommen hat. Und wir werden unseren Wählern versprechen, das wird auch so bleiben, weil dafür stehen wir und deswegen sind wir geradlinig. Ich muss jetzt etwas kürzen. Und deswegen, natürlich, wir ducken uns auch nicht weg von den Kampagnenlobbys, die uns dann erzählen, dass die Vermögenssteuer eigentlich in die politische Pfui-Ecke gehört. Nein, wir sind auch überzeugt, nicht die Besteuerung von Riesenvermögen ist eine Enteignung, sondern die Existenz von Riesenvermögen beruht auf Enteignung, weil niemand kann Milliardenvermögen erarbeiten. Niemand ist dazu in der Lage. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wenn wir eine Millionärssteuer fordern, ja, dann ist das eine Rückgabe. Mit einer solchen Millionärssteuer würde sich die Allgemeinheit das Geld, was alle gemeinsam erarbeitet haben, endlich mal wieder zurückholen von diesen privaten Konten, wo sich es jetzt stapelt. Und sinnvolle Dinge könnten wir damit machen. Gute Bildung, gute Gesundheit, gute Pflege. Das wird die Linke. Rückgabe von enteignetem Geld, was sich dort bei den Milliardären stapelt. Und gerade deshalb kann es für uns nicht primär darum gehen, Regierung oder Opposition, sondern es geht darum, so stark zu werden, dass wir die anderen vor uns hertreiben können. Dann kann man zur Not auch aus der Opposition heraus Politik verändern. Und wenn die SPD noch mal zur Besinnung kommt und wenn die Grünen noch mal zur Besinnung kommen, na umso besser. Aber für uns steht doch jetzt nicht die Frage, regieren oder opponieren. Für uns steht die Frage, wir müssen so stark werden, dass sie an uns nicht mehr vorbeikommen. Und dann verändern wir die Politik in diesem Land. Und wenn alle anderen immer Verlässlichkeit von uns verlangen, dann können wir nur sagen, ja, wir sind verlässlich. Weil wir stehen auch nach der Wahl zu dem, was wir vor der Wahl versprochen haben. Und wenn das die anderen auch so halten würden, die SPD, die FDP, die Grünen und die CDU, CSU, dann stünde es besser um die Demokratie in diesem Land. Und ich meine, dann höre ich von den Oppermanns und Özdemirs immer, wir sollen uns zur NATO und zur EU bekennen.
also wessen Interessen die Feder geführt haben, als die EU-Verträge geschrieben wurden. Das lässt sich doch schon an einem kleinen Detail erkennen. Es ist vertragswidrig, wenn ein Land in der EU ein Haushaltsdefizit hat von mehr als 3%. Es ist allerdings nicht vertragswidrig, wenn ein Land in der EU es sich zum Geschäftsmodell macht, großen Konzernen Steuersparmodelle anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Steuern auf 0,05% zu drücken und die alle anderen Staaten um Milliarden an Steuereinnahmen prellen. Und ich finde, solche Verträge, die müssen geändert werden, gerade wenn man ein einiges und gutes Europa will, das die Menschen unterstützen. Und wenn man will, dass Völkerhass und Nationalismus nie wieder eine Chance bekommen. Und deswegen, also auch noch zur NATO. 2 Minuten brauche ich noch, dann bin ich fertig. Also zur NATO. In Wirklichkeit ist sie überflüssig. Das hat ein ehemaliger deutscher Kanzler vor einigen Jahren über das westliche Kriegsbündnis gesagt. Da hatte sich die NATO schon bis an die russische Grenze ausgedehnt. Da wurden schon die Öl- und Gaskriege im Nahen und Mittleren Osten geführt. Und er begründete das so: Bei der NATO handele es sich letztlich um ein reines Instrument der amerikanischen Weltstrategie. Nun, Herr Oppermann, also wenn Sie immer wollen, dass wir uns zur NATO bekennen, ich weiß nicht, ob Sie diesem Kanzler auch die Regierungsfähigkeit absprechen würden. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass Helmut Schmidt, von dem das Zitat ist, sich wahrscheinlich um das Urteil von Herrn Oppermann relativ wenig geschert hat. Und noch ein Zitat. Noch ein Zitat. Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen. Ja, diesen schönen Satz hatte die SPD unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges in ihrem Grundsatzprogramm. Und er hat da sogar ein Jahrzehnt überlebt. Also war die SPD entweder in den ganzen 90er Jahren nicht regierungsfähig oder aber sie hat einfach ihren Kompass heute verloren. Ich glaube das Letztere. Und deswegen, ja, lass uns über verantwortungsvolle Außenpolitik reden. Lass uns über verantwortungsvolle Außenpolitik reden, liebe SPD. Das machen wir gerne. Aber was ist verantwortungsvolle Außenpolitik? Was ist verantwortungsvolle Außenpolitik? Ist es verantwortungsvoll, wenn aktuell über 900 Milliarden Dollar jedes Jahr für Rüstung verschleudert werden? Und da gehen die hin, und auch die SPD trägt das mit, und die CDU, CSU sowieso und die anderen, da gehen die allen Ernstes hin und sagen, wir müssen noch mehr aufrüsten, wir müssen noch mehr Geld für Rüstung verschleudern. Und gleichzeitig warnt die UN, dass 23 Millionen Menschen im Jemen, im Südsudan und in Afrika akut vom Hungertod bedroht sind. Und dafür hat die tolle westliche Wertegemeinschaft kein Geld, weil das ist ihnen offensichtlich nicht so wichtig, als sich hochzurüsten für Bomben und für Kriege. Nein, das ist keine verantwortungsvolle Außenpolitik. Das ist zynisch und zutiefst verantwortungslos. Und so eine Außenpolitik werden wir nie mitmachen. Und ich finde, wer wissen will, was verantwortungsvolle Außenpolitik ist, der sollte sich an das Credo von Willy Brandt erinnern. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Dafür steht die Linke, für Abrüstung, für Entspannung, für ein Ende aller deutschen Kriegsbeteiligungen. Und ich sage mal, das ist für uns schon deshalb nicht verhandelbar, weil es nichts Wichtigeres gibt als die Bewahrung des Weltfriedens. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde von der SPD und auch von den Grünen, also wenn ihr wieder zu einer verantwortungsvollen, verlässlichen Außenpolitik zurückfindet, also dann könnt ihr euch gern bei uns wieder melden. Dann sind wir auch gern bereit, mit euch wieder zu reden. Aber jetzt mit euren Positionen, das funktioniert nicht, weil das braucht die Welt nicht. Noch mehr Krieg und noch mehr Bomben. Und deswegen allerletzter Punkt. Also diese ganze Debatte darüber, ob wir denn regierungsfähig seien. Also ich muss sagen, wenn man diese Debatte verfolgt, also teilweise ist das ja eine Beleidigung der Intelligenz, was da immer so erzählt wird. Wer ist denn regierungsunfähig? Regierungsunfähig sind Parteien
die eine unfähige Regierung bilden, nämlich unfähig, Politik im Interesse der großen Mehrheit der Menschen zu machen. Parteien, die so unfähige Regierungen gebildet haben, haben wir in diesem Lande genug. Aber die Linke gehört nicht dazu. Und wir werden auch nicht so eine regierungsunfähige Partei werden. Wir wollen dieses Land verändern. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir wollen Frieden. Und dafür kämpfen wir jetzt. Und wir gehen in den Wahlkampf. Und wir sind super motiviert. Und wir werden ein überraschendes Ergebnis bekommen. Ich danke euch. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich mal die Blumen übergeben, dann könnt ihr weiter klatschen, liebe Genossinnen und Genossen. 105 Tage sind es bis zur Wahl. Wir haben zwei großartige Spitzenkandidatinnen mit Sarah und Dietmar. Andere Parteien würden sich freuen, so überzeugende Persönlichkeiten zu haben. Ich wünsche euch beiden Kraft und Mut für diesen Wahlkampf. Und als Wahlkampfleiter sage ich euch die Unterstützung der gesamten Partei zu. Alles Gute für diesen Wahlkampf euch beiden.